Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa von Aquapurist. Hi, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Weiter geht's in der Serie mit den häufig gestellten Fragen. Und was hast du da heute auf Lager? Ja, also ich würde gerne mal wissen, wenn ich jetzt bei euch Garnelen bestelle im Online-Shop, überleben die denn den Versand bis zu mir nach Hause? Also jetzt mal wirtschaftlich gesprochen, würden wir nicht mehr existieren, wenn jetzt die ganzen Garnelen sterben würden. Dann würde das kein Anbieter tun. Aber wir legen natürlich einen großen Wert darauf, dass es den Garnelen gut geht und würden das jetzt auch rein moralisch nicht wollen, dass die Garnelen irgendwie leiden oder so. Deswegen verpacken wir die natürlich entsprechend, dass sie den Versand gut überstehen. Also Garnelen kommen bei uns in Breathing Bags, haben wir auch eigene Videos zu gemacht. Ja. Das ist ein extra so spezielles Material, dass die in dem Wasser quasi von außen Sauerstoff kriegen und das CO2 wieder rausgeht und es nicht so schwappt da drinnen, sondern die ganz gemütlich da sich irgendwo festhalten können. Das ist der nächste Punkt. Wir tun Moos mit rein, dass sie sich festhalten können, quasi etwas zum dran orientieren im Versand, kommen in Styroporkarton, dass es ein bisschen isoliert ist und im Winter, wenn es zu kalt ist, natürlich auch ein Heatpack mit da rein, dass dann die Zeit des Transports schön warm gehalten wird. Ja, aber ist das mit dem Moos nicht schlecht? Von wegen, man sagt doch mal, man soll beim Versand kein Moos reintun? Warum sagt man, dass man kein Moos reintun soll? Damit da kein CO2 entsteht. Ach, aber weil ja die Breathing Bag da ist, kann das auch ausgetauscht werden, richtig? Ja, aber generell sagt man klar, alle Pflanzen, wenn es dunkel ist, verbrauchen die auch Sauerstoff, also atmen, wie die Garnelen auch. Mhm. Moos ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, die atmen wie verrückt, weil die wachsen jetzt nicht so, also Moos wächst nicht super schnell. Das ist im Prinzip genauso, alles was super schnell wachsend ist, super viel CO2 quasi verbraucht, atmet natürlich nachts dann auch ein bisschen mehr, was super viel Biomasse hat. Wenn da jetzt ein paar kleine Moosfitzelchen drin sind, die selber kaum großartig da Stoffwechsel machen, über ein, zwei Tage Transport, dann ist das im Prinzip zu vernachlässigen. Und warum nehmt ihr dann keine solche, es gibt auch solche Gitterdinger? Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es dieses Armierungsgewebe, das nehmen wir unter anderem auch für die Kardinalsgarnelen zu verschicken, weil die nicht so gerne Moos mögen. Aber das hat so ein bisschen scharfe Kanten, da muss man ein bisschen aufpassen, hat ein bisschen, also minimal höheres Risiko, dass da Beutel kaputt gehen können. So, und zum anderen liegt das immer so platt auf dem Boden. Das mögen die Garnelen nicht so gerne und gerade die ganzen Neocaridina sitzen halt einfach gerne im Moos. Die sind das gewohnt, aus den Becken raus und da können wir ihnen auch ihr quasi heimisches, als würdet ihr unterwegs sein und ein Stofftier mitnehmen. Das ist schon kennt, ne? Schön zum Festhalten. Das ist ja praktisch, da habe ich gleich eine halbe Portion Moos. Genau, das gibt es dann gratis mit dazu. Ja, okay. Und was passiert, wenn die dann ein bisschen länger machen? Also wie lange sind die normalerweise unterwegs bei DHL? Genau, also bei DHL haben wir ja auch schon eigene Videos zu gemacht, wo wir wirklich mal die Laufzeiten besprechen. Wir können das so zusammenfassen, auch über die letzten Jahre, dass auf jeden Fall über 80% am nächsten Tag da sind. Es gibt immer mal Outlier, sage ich mal. Also natürlich jetzt die restlichen sind dann nach zwei Tagen da. Unter, oder sagen wir mal 1% dauert dann noch länger. Und natürlich gibt es immer mal irgendwelche, die dann irgendwie verloren gehen und doch nochmal eine Woche länger unterwegs sind. Das kommt vor. Allerdings, wie gesagt, super selten. Und dass dann dabei Garnelen wirklich zu Schaden kommen, würde ich sagen, ist so im Promillebereich. Mhm. Aber das heißt, wenn sie jetzt eventuell zwei Tage brauchen, dürftet ihr dann ja Donnerstag das letzte Mal verschicken? Genau, also wir verschicken Garnelen von Montag bis Mittwoch, um sicher zu sein, dass sie dann nicht übers Wochenende irgendwo liegen bleiben. Mhm. Abgesehen von Go-Versand, wenn man ganz sicher sein will, dass sie wirklich den kürztmöglichsten Transport haben. Go wird bei uns Donnerstagabend um 18 Uhr abgeholt. Mhm. Das heißt, die sind von 18 Uhr bis nächsten Morgen, meistens um 8, aber manchmal bis 12 Uhr wird es angegeben. Irgendwo in dem Zeitraum wird es dann bei dir zugestellt. Ach so, also das wäre dann für ganz eilige. Ja, um ganz sicher zu sein, dass die Garnelen möglichst kurz unterwegs sind, genau. Ja. Oder Fische natürlich, da ist es dann zwangsmäßig, die dürfen wir nicht mit DHL verschicken, sondern gehen über den Tierversand. Okay, ja gut. Das beruhigt mich jetzt auf jeden Fall schon mal und dann, glaube ich, kann ich es jetzt wagen, bei euch im Onlineshop mal ein paar Tiere zu bestellen, ne? Das freut mich sehr. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.